gesagt, wir brauchen ein Formular für diese Sicherstellung von dem Problem. Ja, ist ja nicht mal. Ja, dann wohnen am Platz zwei Maß. So, wir müssen gleich da sein. Wir haben noch die Tüten. Mein Name ist Bianca Bunger-Troltkamp. Ich bin Mitarbeiterin der Pressestelle der Polizei Rhein-Erft-Kreis. Heute Morgen gegen 10:45 erreichten uns mehrere Notrufe. Eine Person soll von der Bahn erfasst worden sein. Den Kollegen, die hier vor Ort als erstes erschienen, stellte sich folgendes Bild dar. Ein junger Mann, 22 Jahre alt, ist unter der geschlossenen Schranke hergelaufen und wurde dann von einer Bahn erfasst, die aus Richtung Köln in Richtung Brühl fuhr. Dabei handelt es sich um eine Fahrschulbahn. Der Fahrschüler war begleitet von einem Fahrlehrer der KVB-Betriebe. Die Person wurde schwer verletzt, hier vor Ort auch noch medizinisch versorgt und befindet sich derzeit mit dem Rettungswagen auf dem Weg in die Uniklinik. Mhm. Ja, wie schwer ist die Person verletzt? Kann man dazu was sagen? Ich kann lediglich sagen, dass sie schwer verletzt ist. Alles Weitere müssen jetzt auch Untersuchungen zeigen. Ja, jetzt ist die Strecke hier gesperrt. Kann man dazu noch was sagen? Wie lange dauert das vielleicht? Oder ist hier ein Schienenersatzverkehr eingerichtet? Ich denke, das ist nicht notwendig. Die Bahn, die Betroffene, wurde gerade schon oder konnte schon wieder weiterfahren und da wird sich drum gekümmert. Ich rechne damit, dass in den nächsten 10 bis 15 Minuten der Bahnverkehr hier normal wieder laufen kann. Die Unfallaufnahme ist abgeschlossen. Von daher ist nach meinem jetzigen Kenntnisstand kein Schienenersatzverkehr notwendig.